Patti von Helvetia rockt. Und ihr seid eigentlich der Grund, warum zumindest ich heute da bin. Ihr habt nämlich ein neues, ziemlich cooles Tool entwickelt, um das erreichen, für das unsere beiden Kollektive sich einsetzen, nämlich mehr Diversität in der elektronischen Musikszene. Music Directory heisst das. Magst du kurz erzählen, wie das funktioniert? Ja, es ist ein Online-Verzeichnis und da können Frauen, Inter-, Trans- und non-binäre Personen sich registrieren und auch austauschen mit anderen Leuten, die irgendwas mit Musik zu tun haben. Das kann sein, dass die selber Musik machen oder auflegen. Es könnte aber auch sein, dass die Videos machen, Musikvideos, oder dass die BookerInnen sind. Und es schafft wie Sichtbarkeit für eine Gruppe, die unterrepräsentiert sind. Warum ist das dann so? Also das ist eine Frage. Ich meine, ich weiß, dass das so ist und ich glaube, die meisten da innen wissen, dass das effektiv so ist. Aber warum? Also woher kommt das, dass eigentlich mehr als 50% von der Menschheit so schlecht gesehen werden? Entschuldigung? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir können lange über das sprechen. Ich glaube, es geht um fehlende Vorbilder, es geht um Zugang, es geht um Geschlechterklischees. Und wir sind der Meinung, dass wir haben lange darüber gesprochen und jetzt möchten wir wie was machen, um das zu ändern. Du, Calixis, hast mir im Vorfeld erzählt, dass du glaubst, dass so einer der Gründe ist, dass Frauen sich weniger rausgetrauen. Also, dass Frauen irgendwie mega lange im Keller hocken und üben, wenn sie eigentlich schon ein mega Niveau haben, aber sich einfach nicht rausgetrauen. Ja, ich glaube, das ist auch auf eine Art stereotypisch, das zu sagen. Aber ja, ich habe das gesagt. Aus eigener Erfahrung, wenn ich so probiert habe, Frauen zu buchen, sind sie oft so gewesen, ja, aber ich weiß nicht, ob ich das kann und ob es dann nicht irgendwie mega schwierig ist vor Leuten und so. Und ich glaube, da sehe ich schon einen Unterschied, wenn ich so sehe, wie jetzt andere Leute, jetzt spezifisch in Luzern, wo ich herkomme, wo eigentlich jeder Dude, der halbwegs weiss, wie man Musik runterlässt, kann in einem Club stehen und auflegen eine ganze Nacht lang und niemand hinterfragt das. Während Frauen, jetzt spezifisch in Luzern, immer noch im Keller unten spielen und mega gut spielen, aber einfach das Gefühl haben, sie könnten nicht hinter das DJ-Pult vor Leuten stehen. Also da sehe ich mega einen Unterschied und ich glaube, da ist es auch wichtig, dass man sich gegenseitig unterstützt, eben wie zum Beispiel durch das Music Directory, durch Helvetia Rockt, oder dort zum Beispiel den DJ-Workshop, wo wir jetzt dann machen, im Frühling in Luzern. Oder wo dass du gehst für Helvetia Rockt. Ja, wo ich Coach bin, dass alle die Personen zu uns kommen und mit uns hemmungslos können auch Fehler machen und einfach zeigen, was sie können, dass sie wie auch eine Art Bestätigung bekommen, dass sie ihren Platz verdient haben, auch in einem Club. Wie kann man dort mitmachen? Am besten geht man auf die Webseite femalemusiclab.ch und da kann Mensch sich direkt anmelden. femalemusiclab.ch. Ich habe recht gestaunt, dass das Music Directory, das hat es vor ein paar Jahren so noch nicht gegeben, habe ich das Gefühl. Es hat ein riesiges mediales Echo ausgelöst, sogar die Tagesschau hat über euch berichtet, wo ihr online gegangen seid. Hast du das Gefühl, so der Groove hat sich verändert in dem Land. Also hast du das Gefühl, so die Leute verstehen jetzt mehr, was Helvetia Rockt macht, als noch vor ein paar Jahren? Ja, ich habe das Gefühl, da passiert etwas. Und auch ein Ziel von uns, diese Sensibilisierungsarbeit, aber auch von euer Kollektiv und anderen und auch der MeToo-Bewegung. Ich habe das Gefühl, es ist eine andere Sensibilisierung, aber es ist, trotzdem gibt es noch Arbeit zu machen da. Haben da auch negative Reaktionen gehabt? Ja, auch von zum Teil so Cis-Männer, die sich ein bisschen ausgeschlossen gefühlt haben mit dieser Music Directory. Genau, aber sonst grundsätzlich war der Feedback recht positiv, aber einzelne Stimmen. Und was da mega spannend war, ist, andere Cis-Männer haben dann uns verteidigt und erzählt, warum es wichtig ist. Und das war recht schön zu sehen, diese alliierten Stimmen zu haben.
du hast vorher auch so eine Geschichte erzählt, Calixis, dass du erfahren hast, also vielleicht noch zur Erklärung, das Ziel von Music Directory ist, dass sich dort halt die Leute registrieren, die irgendwie bookingmässig untervertreten sind, also Frauen, Inter, Trans, sexuelle Menschen. Du hast vorher erzählt, dass du Leute kennst, die diesen Kriterien nicht entsprechen, die sich trotzdem auf Music Directory ein Profil zugelegt haben. Ja, und was ist die Frage? Die Frage ist, ob du die Geschichte noch mal erzählen kannst. Und ich kann nachher noch eine Anschlussfrage an Kathi, wie man so etwas verhindern kann. Ja, also, oder ich kann wieder nur aus dem Luzerner Standpunkt erklären. Aber es ist schon so, als das Music Directory online gegangen ist, habe ich mal so ein bisschen durchgeschaut, wer denn in Luzern überhaupt rum ist. Und bin dann auch recht überrascht gewesen von all den Leuten, die ich vorher nicht kennt habe, obwohl ich das Gefühl habe, dass ich die Szene eigentlich recht gut kenne. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass ein paar DJs und Musiker darunter gewesen sind, die ich gut kenne und die ich weiss, dass sie eigentlich auf dieser Plattform nichts verloren haben. Und das hat mich dann so innerlich recht genervt, aber ich hatte das Gefühl, meine Hände sind irgendwie gebunden, oder dass ich gesehen habe, dass Cis-Männer, die eigentlich schon recht erfolgreich sind und eben genau die gleichen Dudes, die gerade mal wissen, wie man Musik runterlässt und eh schon in der Stadt überall gebucht werden, jetzt auch noch das Gefühl haben, sie müssen diese Plattform bespielen und auch noch dort irgendwie drauf sein, für noch das bisschen Aufmerksamkeit. Das hat mich recht genervt, oder? Aber einerseits sind einem halt wirklich auch die Hände gebunden, weil man ja nicht einfach über die Sexualität von anderen Menschen kann urteilen kann. Eben genau, wie macht ihr das? Also gibt es irgendeine Art, sicherzustellen, dass sich nur die Leute auf Music Directory anmelden, für die die Plattform gedacht ist? Ja, ich glaube, es ist recht heikel, weil wenn es um Geschlechtsidentitäten geht, wie Inter und Trans und Non-Binär, das ist oft nicht sichtbar. Und wir möchten sicher kein Mensch ins Frage stellen, die eine Geschlechtsidentität hat. Aber manchmal, also wir merken es oft bei der Pronomenfrage, wenn man sich nicht mit dem auseinandergesetzt hat, weiß man gar nicht, warum die nach dem Pronomen gefragt wird. Aber wir gehen davon aus, dass alle als Männer gelesene Personen da sind, inter oder trans. Und wenn es nicht so ist, können sie sich so ruhig abmelden. So. Wieso haben die das Music Directory... Das ist so das, was ich ein bisschen gedacht habe, wo das online gegangen ist. Ihr habt offenbar das Jahr gut genutzt. Eigentlich ist es aber so das Jahr, wo man wahrscheinlich am wenigsten Bookings sowieso bekommt als Musiker. Wieso und als Musikerin? Wieso ausgerechnet jetzt? Also die Planung hat schon lange vor Corona angefangen. Aber gleich, ich meine, es ist gerade recht cool, weil es online ist, in einer Zeit, wo man nicht an Konzerten gehen kann. Und von dem her schafft es eine andere Sichtbarkeit, was, glaube ich, heute gerade jetzt in dieser Situation mega wichtig ist. Calixis, vielleicht magst du noch schnell erzählen, ich nehme an, du hast wahrscheinlich zu den allerersten gehört, die sich angemeldet haben auf dem Music Directory. Unsere Lampe ist gestorben. Moment. So. Okay. Es ist nicht schwierig, sich dort anzumelden, für all die, die es noch nicht gemacht haben, oder? Nein, es ist eigentlich mega doppelt sicher, so auf Deutsch gesagt. Also wer sich das Profil einrichten auf Insta, Facebook und wo auch immer, schafft auch das. Aber ich glaube, was mehr so die Frage ist, ist das, die Überwindung, so etwas zu machen, oder? Sich dann sagen, okay, ich bin jetzt wirklich Musikschaffende oder ich bin jetzt wirklich jemand, der im Kulturbereich, das Music Directory ist auch nicht nur explizit für Musikerinnen, sondern auch für Leute, die sonst im Kulturbereich arbeiten. Und das braucht auch noch einen Schritt, sich so einzugestehen, okay, ich zeige mich jetzt als das und ich bin jetzt dort drauf, weil das ja für viele von uns auch nicht die Art ist, wie wir unsere Miete zahlen. Oder? Das ist wie eine Leidenschaft, die man nebenbei macht, aber dann den Schritt zu machen, auch sich auf so einer Plattform zu registrieren, das ist eher das, was, glaube ich, schwierig ist. Ich glaube, es ist ein mega wichtiger Punkt, dass es nicht nur für Professionelle ist, sondern auch für HobbymusikerInnen oder HobbyfotografInnen, ist, dass es wirklich das ganze Spektrum von Hobby bis zum Profi.
Also dann würde ich sagen, es darf uns nichts zurückhalten, auch euch da außen nicht. Wenn ihr euch noch nicht registriert habt auf musicdirectory.ch, dann macht das so schnell wie möglich. Ich habe es auch schon gemacht, es macht wirklich Sinn und ist eine mega gute Sache. Danke vielmals, dass ihr uns da sind, vorstellen. Und ich würde sagen, das ist das Stichwort für unseren nächsten musikalischen Live-Act. Belia Winnewisser aus Zürich, jetzt am Start mit einem Live-Set hier in der Zentralwäscherei.